Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 27 und wir möchten uns mit Extrema von Skalarfeldern beschäftigen. Ja, Ziel dieses Kapitels ist es, Kriterien aufzustellen, um herauszufinden, ob ein Punkt ein lokales Maximum oder Minimum eines Skalarfeldes ist. Und diese Kriterien werden auf dem Gradienten und der Hesse-Matrix des Skalarfeldes beruhen. Ja, wir beginnen zunächst mal damit, genau zu definieren, was wir unter einem lokalen Maximum oder Minimum verstehen. Dazu schauen wir uns folgende Situation an. Eine Funktion f sei auf einer offenen Menge Omega definiert. Und wir möchten uns die Frage stellen, ob ein Punkt A in Omega eben lokales Maximum oder Minimum ist. Und wir nennen dann einen Punkt A ein lokales Maximum, falls wir eine möglicherweise sehr kleine Kugel um A finden können. Ich zeichne das mal hier ein, in den R den Radius dieser Kugel, sodass innerhalb dieser Kugel die Funktionswerte des Skalarfeldes alle kleiner gleich sind als der Funktionswert von FA. In diesem Fall nennen wir das ein lokales Maximum. Und falls die Funktionswerte alle größer gleich sind als der Funktionswert bei A innerhalb dieser Kugel, dann nennen wir diesen Punkt A ein lokales Minimum. Wir können diese zwei Bedingungen verschärfen und jeweils das größer gleich oder das kleiner gleich durch ein strikt größer und strikt kleiner ersetzen. Und falls das möglich ist, dann nennen wir A ein isoliertes lokales Maximum oder Minimum. Und letztlich heißt ein Punkt A ein isoliertes lokales Extremum, falls A entweder ein isoliertes lokales Minimum oder ein isoliertes lokales Maximum ist. Und wahlweise kann man das Attribut isoliert dazunehmen oder eben auch nicht. Zur Visualisierung ist hier dieses Beispiel mal aufgeführt. Das ist ein Skalarfeld auf R2. Das ist hier definiert. C ist hier ein Parameter. Und wenn wir c gleich 0 setzen, dann sieht der Graph zu diesem Skalarfeld gerade so aus, wie es hier illustriert ist. Sie sehen hier als rot eingezeichnet die x1-Achse, grün ist die x2-Achse. Wenn wir entlang der x2-Achse laufen, dann verändert sich der Funktionswert des Skalarfeldes nicht, denn für c gleich 0 hängt das Skalarfeld nicht von x2 ab. Und wenn wir x1 verändern, da sehen wir dann diesen Kosinus. Wenn wir vielleicht dieses Bild von der Seite ansehen, in dieser Projektion, dann sehen wir, dass im Punkt 0, 0, das ist der Punkt, den wir untersuchen möchten, das Skalarfeld minimal ist, das hat einen Wert minus 1 und das ist ein lokales Minimum, aber auch ein globales Minimum. Ja, was passiert nun, wenn wir den Parameter c verändern? Ich mache das mal in diese Ansicht und lasse nun diesen Parameter c von 0 nach 1 laufen. Dann verändert sich, also zunächst mal ist das hier ein negativer Wert, hier laufen wir von 0 nach minus 1 und dann sieht man, wenn wir den Punkt 0, 0 uns ansehen, dass dieser Punkt jetzt kein lokales Minimum mehr ist, denn wenn wir ein bisschen in Richtung x2 gehen, dann wird der Wert des Skalarfeldes eben kleiner. Wenn wir jetzt den Parameter c von minus 1 nach 1 laufen lassen, dann sehen wir, wie sich der Funktionsgraph in die andere Richtung bewegt. Das ist hier der Graph für den Wert c gleich 0,8. Und dann sieht man, dass am Punkt 0, 0 der Funktionswert noch minus 1 ist, aber für alle anderen Punkte ist der Funktionswert echt größer als minus 1 und man hat dann ein lokales, isoliertes Minimum. Insgesamt beobachten wir also Folgendes. Für c größer gleich 0 ist der Punkt A mit Koordinaten 0, 0 ein lokales Minimum. Für c echt größer 0 hat man ein lokales, isoliertes Minimum, denn wenn man ein bisschen an der x2-Komponente die x2-Komponente ändert oder auch die x1-Komponente ändert, dann wird man schon echt größer und für negatives c hat man kein lokales Minimum am Ursprung. Ja, und wir möchten jetzt Kriterien eben aufstellen, um das systematisch untersuchen zu können, wann ein Punkt lokales Minimum, Maximum ist oder eben nicht.
Und wir fangen hier mit einem ganz einfachen Kriterium an, nämlich ein notwendiges Kriterium für lokale Extrema. Wenn wir also eine Funktion f betrachten, die auf einer offenen Menge Omega definiert ist, also ein Skalarfeld, und wir annehmen, dass dieses Skalarfeld partiell differenzierbar ist, dann folgt Folgendes: Wenn ein Punkt A ein lokales Extremum ist, muss an dieser Stelle der Gradient verschwinden. Das ist einfach zu sehen. Nehmen wir mal an, dass A ein lokales Extremum von f ist. Dann können wir wieder diese Reduktion auf eine eindimensionale Funktion vornehmen, die Funktion g, die hier definiert ist. Dort haben wir wieder die Eigenschaft, dass für t gleich 0 gerade der Funktionswert des Skalarfeldes bei A rauskommt. Und wenn wir t verändern, dann wandern wir sozusagen, oder variieren wir A in Richtung des j-Koordinatenvektors. Und wenn jetzt f extrem ist, sagen wir maximal oder minimal im Punkt A, dann ist natürlich dieses g von t extremal für t gleich 0. Und das bedeutet, dass wir das Kriterium für Extremstellen aus der Analysis 1 verwenden können, welches uns besagt, dass die Ableitung von g verschwinden muss. Das sehen Sie hier. Also die Analysis 1 sagt uns nun, die Ableitung von g muss verschwinden. Aber wenn wir die Ableitung von g ausrechnen, stellen wir fest, das ist ja nichts anderes als die partielle Ableitung von f in Richtung xj. Das heißt, die partielle Ableitung von f in Richtung xj im Punkt A ist 0. Und das gilt eben für jede Koordinatenrichtung und deshalb ist dann der Gradient an der Stelle A eben 0. Ja, und generell nennt man Punkte, in denen der Gradient verschwindet, stationäre Punkte des Skalarfeldes. Wir werden sehen und auch Beispiele sehen, dass nicht jeder stationäre Punkt ein Extremalpunkt oder auch ein lokales Extrema sein muss. Aber jedes Extrema, jedes lokale Extrema ist ein stationärer Punkt des Skalarfeldes. So, um jetzt Maxima und Minima unterscheiden zu können auf der Ebene von partiellen Ableitungen des Skalarfeldes, müssen wir uns die Hesse-Matrix ansehen. Und wir müssen die Hesse-Matrix, die eine symmetrische Matrix ist, dann in verschiedene Kategorien einteilen und diese Begriffe, die wir jetzt einführen werden, die kennen Sie vermutlich aus der linearen Algebra. Wir nennen eine Matrix positiv definit, falls für alle Vektoren h ungleich 0 dieses Quadrat h inneres Produkt mit a mal a angewendet auf h echt positiv ist. Wenn das hier nur größer gleich 0 ist, dann nennen wir a eben positiv semidefinit. Und wenn wir die Vorzeichen verändern, also echt kleiner 0, dann nennen wir a negativ definit und entsprechend negativ semidefinit. Und wir nennen eine Matrix a indefinit, wenn sie nicht positiv definit ist und auch nicht negativ semidefinit. Also nicht positiv semidefinit und auch nicht negativ semidefinit. So, und jetzt in der linearen Algebra, wenn man die Spektralzerlegung verwendet und jetzt nochmal annimmt, dass das A eine symmetrische Matrix ist, dann stellt man fest, dass A positiv definiert ist, genau dann, wenn alle Eigenwerte von A strikt positiv sind. Und A ist positiv semidefinit, wenn alle Eigenwerte von A nicht negativ sind. Da kann es Eigenwerte geben, die 0 sind, aber die dürfen nur nicht negativ sein. Und wie sieht man das? Nun, man sieht es durch eine Diagonalisierung der reellen symmetrischen Matrix A. Und indefinit bedeutet, dass A mindestens einen strikt positiven und mindestens einen strikt negativen Eigenwert besitzt. Ja, jetzt kommen wir schon zum Hauptresultat in diesem Kapitel, zu diesem Satz hier, und dort charakterisieren wir oder geben Kriterien für lokale Extrema. Wir betrachten hier jetzt eine C2-Funktion, definiert auf einer offenen Teilmenge des Rn. Und wir fixieren einen Punkt A und wir möchten untersuchen, ob das Skalarfeld f in diesem Punkt extremal ist. Wir beginnen mal mit notwendigen Bedingungen. Wenn A ein lokales Minimum ist, dann wissen wir schon und wir haben schon gezeigt,
dann, dass der Gradient von f an dieser Stelle verschwindet, also dass a ein stationärer Punkt ist von f. Und hier in dem Satz zeigen wir noch mehr. Wir zeigen nämlich, dass in diesem Fall die Hesse-Matrix positiv semidefinit ist. Andererseits, wenn a ein lokales Maximum ist, dann folgt daraus, dass die Hesse-Matrix in dem Punkt eben negativ semidefinit ist. Ja, hinreichende Bedingungen. Da müssen wir natürlich annehmen, dass der Gradient verschwindet. Das ist ja eine notwendige Bedingung. Und dann gilt, wenn die Hesse-Matrix positiv definit ist, dann können wir folgern, dass der Punkt A ein isoliertes lokales Minimum ist. Wenn die Hesse-Matrix negativ definit ist, dann kriegen wir ein isoliertes lokales Maximum. Und wenn die Hesse-Matrix indefinit ist, dann kriegen wir ein lokales, dann wissen wir, dass A kein lokales Extremum sein kann. Also weder ein lokales Minimum noch ein lokales Maximum sein kann. Ja, man muss hier dazu sagen, dass diese Bedingungen, die hier stehen, nicht ganz symmetrisch sind. Denn zum einen ist die Eigenschaft, lokales Minimum zu sein, eine schwächere als ein isoliertes lokales Minimum zu sein. Und die Eigenschaft, positiv semidefinit zu sein, ist schwächer als positiv definit zu sein. Es gibt hier also noch den Fall, dass die Hesse-Matrix semidefinit ist. Und in dem Fall können wir nichts darüber aussagen, ob jetzt der Punkt ein lokales Minimum ist oder eben nicht. Und ebenfalls im negativ semidefiniten Fall können wir nicht daraus folgern, dass A ein lokales Maximum ist oder nicht. Okay. Wie kann man sich das merken? Ja, am besten merkt man sich das durch den eindimensionalen Fall oder auch im mehrdimensionalen kann man sich als Eselsbrücke denn das spezielle Skalarfeld angucken, das gegeben ist durch ein halb Norm von x, also euklidische Norm von x zum Quadrat. Der Funktionsgraph hiervon ist so nach oben geöffneter Paraboloid und der Gradient dieser Funktion im Punkt 0 ist eben gerade 0 und die Hesse-Matrix im Punkt 0 ist eben gerade die Identität. Und jetzt ist die Identität eine Matrix und die ist positiv definit. Und im Punkt 0 ist also die Hesse-Matrix positiv definit. Und das passt auch dazu, was ja in dem Fall ganz offensichtlich ist, dass diese Funktion im Punkt x gleich 0 eben ein lokales, globales, isoliertes Minimum besitzt. Das ist nämlich gerade die positive Definitheit der Norm. Also so sieht man schon, dass positiv definit und Minimum zusammenpasst und entsprechend, wenn ich hier ein Minuszeichen hinschreibe, kriegt man eben als Hesse-Matrix minus die Identität und das ist eine negativ definite Matrix. Und wir wissen, dass dieses Skalarfeld eben im Punkt 0 dann ein globales, isoliertes Maximum besitzt. Okay, wir möchten den Satz beweisen oder zumindest die Beweisidee skizzieren. Und bevor wir da loslegen, kann man erstmal anmerken, dass es ausreicht, sich die Aussagen zum Minimum anzusehen. Denn wenn wir die verstanden haben, dann können wir die Funktion minus f betrachten und kriegen so auch dann die Aussage fürs Maximum. Das Erste, was wir also beweisen möchten, ist nun die Implikation, dass a lokales Minimum impliziert, dass die Hesse-Matrix dort positiv semidefinit ist. Okay, also fangen wir mal damit an. A sei ein lokales Minimum. Daraus folgt nun, dass also f von a kleiner ist als f von a plus h. Für alle Vektoren h, die klein genug sind, sagen wir für alle h aus einer Kugel mit Radius r und das r muss eben klein genug sein. Das ist die Lokalität. Ne? Bei einem globalen Minimum könnte man diese Restriktion hier weglassen und es müsste nur gewährleistet sein, dass der Vektor a plus h im Definitionsgebiet Omega drin liegt, was wir hier implizit auch noch annehmen möchten. Und nun ist einfach die Idee, dass wir die quadratische Taylor-Entwicklung verwenden und wir schauen uns die Taylor-Entwicklung eben hier an für die rechte Seite. Da erinnern wir uns, das ist also fa plus Gradient an der Stelle a mal h.
Und jetzt kommt die Hesse-Matrix als quadratischer Term. Und dann hatten wir eine Form der Taylor-Entwicklung, der quadratischen Taylor-Entwicklung mit einem Restlied, das eben so aufgeschrieben werden konnte mit einem Rho von H, welches die Eigenschaft hatte, Rho von H geht gegen 0 für H gegen 0. Ja, das schauen wir uns nochmal an. Nach Voraussetzung ist der Gradient ja 0, das heißt, dieser Ausdruck ist 0. Und wir haben hier auf beiden Seiten diesen Funktionswert von f an der Stelle h. Wenn wir das jetzt umsortieren, dann erhalten wir Folgendes. Wir sehen, dass, also wir sortieren das so um, wir tun diesen Restlied-Term auf die linke Seite, dann steht hier minus rho von h, Norm von h, Quadrat ist kleiner gleich als dieses Quadrat hier. Und wir möchten jetzt hier für h speziell den Vektor Delta mal e einsetzen. Und dann steht hier auf der linken Seite tatsächlich minus rho von Delta mal e. E ist also ein einfacher Vektor im R hoch n. Delta ist eine kleine Zahl. Und zwar so klein, dass die Norm von h kleiner als r ist und damit diese Abschätzung zulässig ist. Und wenn wir jetzt Delta e hier in die Norm zum Quadrat einsetzen, aufgrund der absoluten Homogenität, können wir das Delta rausziehen. Dann steht der Delta Quadrat mal Norm von e zum Quadrat. Und das ist aufgrund dieser Ungleichung hier eben kleiner gleich ein halb. Und jetzt kommt der Ausdruck mit h substituiert durch Delta mal e. Wir ziehen die Deltas raus. Da steht also auch Delta Quadrat und dann steht hier e. Hesse-Matrix an der Stelle A mal E. Und jetzt können wir durch Delta Quadrat teilen und dann Delta gegen 0 schicken lassen. Und dann sehen wir, dass die linke Seite gegen 0 konvergiert. Und auf der rechten Seite bleibt einfach ein halb mal E, inneres Produkt mit HFAE, also dieses Quadrat stehen und diese Abschätzung gilt hier jetzt für alle e aus r hoch n und das bedeutet, dass die Hesse-Matrix eben positiv semidefinit ist. Und damit haben wir schon diese erste Implikation bewiesen. Ja, jetzt möchten wir die hinreichende Bedingung fürs Minimum beweisen. Wir nehmen also an, dass die Hesse-Matrix positiv definiert ist und die zweite Voraussetzung war, dass eben der Gradient von f an der Stelle a verschwindet. Okay, das erste, was wir uns anschauen, ist dieses Quadrat hier. Hier ist e ein Vektor im Rn und wir wollen, also ein Vektor im Rn, das heißt, es ist eine Abbildung von Rn nach R und es ist eine stetige Abbildung und wir wollen diese Abbildung minimieren über alle Vektoren E, die normiert sind. Und weil die Menge aller normierten Vektoren gerade die Einheitssphäre sind im Rn und auch eine kompakte Menge ist, wird dieses Minimum angenommen und weil HFA diese Hesse-Matrix positiv definiert ist, muss dieses Minimum strikt positiv sein. Also dieses positiv definiert sorgt dafür, dass wir hier eine strikte Positivität haben. Und diesem Minimum geben wir den Namen M. Dann schreiben wir uns nochmal die Taylor-Entwicklung auf, wieder die quadratische. Mit dem Restglied in der Form vom Piano. Und wir wählen jetzt Epsilon so klein, dass wir Folgendes haben, nämlich dass dieser Vorfaktor in dem Restterm des Rho von H kleiner gleich ist als ein Viertel M. Das m ist dieses m von hier oben. Das ist eine positive Zahl. Und weil wir wissen, dass für h gegen 0 Rho von h gegen 0 geht, können wir eben
in Epsilon finden, sodass diese Abschätzung gilt für alle Vektoren H mit Norm von H ist kleiner als Epsilon. Okay, und außerdem möchten wir noch, das schreibe ich jetzt nicht dazu, dass das Epsilon so klein ist, dass der Punkt A plus H in Omega enthalten ist. Und wenn das nämlich der Fall ist, dann können wir uns den Wert des Skalarfeldes an dem Punkt A plus H ansehen. Und wir können jetzt diese Taylor-Entwicklung verwenden. Ich kopiere die deshalb mal hier hin. Also hier die Taylor-Entwicklung. Bei der Taylor-Entwicklung stellt man zunächst mal fest, dass aufgrund der Voraussetzung der Term mit dem Gradienten entfällt, denn der Gradient ist an Punkt A 0, das haben wir zumindest angenommen. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kann ich dieses hier nach unten abschätzen. Und zwar kann ich diesen Ausdruck hier nach unten abschätzen durch Norm von h zum Quadrat mal m. Also das ist. Das sieht man wie folgt: Wenn h jetzt ungleich 0 ist, dann ist das hier, was hier steht, das gleiche wie h, Norm von h zum Quadrat. Und dann steht hier h über Norm von h, Hesse-Matrix, h über Norm von h. Das beide sind jetzt Einheitsvektoren. Da kann ich das Minimum über alle Einheitsvektoren nehmen und sehe, das ist also größer gleich. Dieses hier ist also dann größer gleich m, dieses m von hier. Und das bedeutet, dass insgesamt dieser Term hier größer gleich ist als n halb mal m mal n Norm von h zum Quadrat. Und das werde ich jetzt gleich mal einbauen. Ich habe also ein größer gleich an dieser Stelle. Und hier steht dann n halb m Norm von h zum Quadrat. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass der Betrag von Rho h kleiner gleich ist als ein Viertel m. Und dann kriege ich eine Abschätzung nach unten, indem ich jetzt einfach minus ein Viertel m hinschreibe, anstatt Rho von h. Und das kann man zusammenfassen. Wenn ich das tue, dann steht auf der rechten Seite hier also f von a plus ein Viertel m Norm von h zum Quadrat. Das ist jetzt strikt größer als f von a für h, die ungleich 0 sind. Und das bedeutet, für alle h ist ungleich 0, aber klein genug, das heißt mit einer Norm kleiner als Epsilon und auch so die Norm soll noch so klein sein, dass a plus h eben in Omega drin liegt. Finden wir, dass f an der Stelle a plus h echt größer ist als f von a. Und das bedeutet insbesondere, dass f von a eben ein isoliertes lokales Minimum ist. Und damit ist auch diese Aussage bewiesen. Ja, als letztes möchten wir zeigen, dass wenn die Hesse-Matrix indefinit ist im Punkt a, dann kann a kein lokales Extremum sein. Und dazu wählen wir zunächst einmal wählen wir uns zwei Eigenvektoren der Hesse-Matrix. Das sollen normierte Eigenvektoren sein zu Eigenwerten Kappa-1 und Kappa-2. Und dabei soll Kappa-1 echt kleiner sein als 0 und Kappa-2 echt größer sein als 0. Und wir finden solche Eigenpaare aufgrund der Voraussetzung, dass die Hesse-Matrix indefinit ist. Wir bilden dann eindimensionale Funktionen, Hilfsfunktionen, jeweils für so ein Eigenpaar. Gi von t soll die Funktion sein f an der Stelle a plus t mal vi. I ist hier eben 1, 2. Das ist jetzt eine Verknüpfung einer C2-Funktion mit einer affinen Funktion. Das heißt, diese Gi sind C2 und wir können die erste Ableitung ausrechnen. Da kommt gerade der Gradient von f an der Stelle a plus t vi
inneres Produkt mit Vi raus. Und da wir angenommen haben, dass der Gradient von f verschwindet, ist die erste Ableitung 0. Und die zweite Ableitung, da erhalten wir ein halb mal die Hesse-Matrix. Die Hesse-Matrix, sondern ein halb mal Vi. Dann kommt die Hesse-Matrix angewendet auf Vi. Ja, und dieses ein halb stimmt wahrscheinlich nicht. Das ist also hier der richtige Ausdruck. Jetzt verwenden wir, dass Vi ein Eigenvektor ist und dann steht hier Kappa I mal Vi und insgesamt steht also Kappa I mal die euklidische Norm von Vi zum Quadrat und weil Vi normiert war, bleibt einfach nur Kappa I übrig. Und das bedeutet nun, dass für I gleich 1 die zweite Ableitung von G1 gerade strikt negativ ist, während die zweite Ableitung von G2 strikt positiv ist. Und hieraus folgt nun, ne, die erste Ableitung ist 0, die zweite Ableitung hat ein striktes Vorzeichen, dass G1 bei t gleich 0 ein isoliertes lokales Maximum besitzt. Und G2 bei t gleich 0 ein isoliertes lokales Minimum besitzt. Und die beiden zusammengenommen sagen also nun, dass eben A kein lokales Extremum sein kann von unserem Skalarfeld F. Okay, mit dem Satz, den wir jetzt gerade bewiesen haben, können wir jetzt Skalarfelder auf Extremstellen untersuchen und wir demonstrieren das an dem Beispiel. Wieder ein Skalarfeld auf R2, das ist hier definiert. Hier unten sehen Sie den Konturplot für diese Funktion. Naja, wir müssen, um diese Sätze anwenden zu können, müssen wir zunächst mal den Gradienten ausrechnen, das ist hier passiert, und auch die Hesse-Matrix, das ist hier geschehen. Und jetzt möchten wir bestimmen, welche Punkte Extremstellen sind für dieses Skalarfeld. Und dazu müssen wir erstmal die notwendige Bedingung berücksichtigen, also herausfinden, für welche Punkte verschwindet der Gradient, was sind die stationären Punkte. Und da schaut man hier mal scharf hin und stellt fest, es gibt zwei Punkte, für die der Gradient verschwindet. Der erste Punkt ist dieser hier, das ist der Ursprung. Und der zweite Punkt hat diese Koordinaten. Und dann setzt man diese beiden Punkte, diese beiden stationären Punkte in die Hesse-Matrix ein und erhält zum einen diese Matrix hier und zum anderen erhält man diese Matrix. Und dann kann man diese Hesse-Matrizen untersuchen. Im ersten Fall sehen wir hier die Einträge 2 minus 2, das heißt, dieser Punkt 2 minus 2 mit den Einträgen 2 minus 2, diese Hesse-Matrix ist indefinit. Und das bedeutet, der Punkt P1, also der Ursprung hier, ist kein lokales Maximum, auch kein lokales Minimum. Ich könnte den Ursprung hier anzeichnen, das ist an dieser Stelle. Und hier sehen wir, dass dieser Punkt P1 auf einer, hier sehen wir auch eine Niveaulinie, die durch den Punkt P1 eben läuft. Wenn wir die Hesse-Matrix an dem zweiten stationären Punkt P2 ansehen, dann stellen wir fest, dort ist die Hesse-Matrix negativ definit und das bedeutet, P2 ist ein lokales Maximum. Also hieraus folgt, P2 ist ein lokales Maximum, während wir hieraus folgern können, P1 ist kein Extremum. Okay, der Punkt P2, der würde hier an dieser Stelle liegen. Und auf diese Art und Weise mit diesem Kochrezept kann man eben dann Skalarfelder auf Extremstellen untersuchen. Es gibt einen Fall bei den hinreichenden Bedingungen des Satzes, den wir nicht diskutiert hatten, und das ist der Fall, wenn die Hesse-Matrix nur semidefinit ist.
Und in diesem Fall kann man über den Punkt keine Aussagen machen. Es kann sein, dass der Punkt, an dem die Hesse-Matrix semidefinit ist, ein Extremalpunkt ist oder eben auch nicht. Wir möchten das an zwei Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel ist dieses kubische Polynom. Da kann man den Gradient ausrechnen und auch die Hesse-Matrix aufstellen. Man stellt fest, der Gradient verschwindet im Ursprung, also wenn x1 und x2 gleich 0 sind. Und in dem Fall ist die Hesse-Matrix die Matrix, wo hier oben eine 2 steht und da unten auf der Diagonalen eine 0 und sonst überall auch nur eine 0. Und das ist eine positiv semidefinite Matrix. So, wenn man jetzt den Konturplot ansieht und ich zeichne hier mal den Punkt mit Koordinaten 0, 0 ein, dann sieht man, dass das Skalarfeld in diesem Punkt eben nicht extremal ist. Denn wenn wir zum Beispiel von oben nach unten diesen Punkt durchwandern, dann ändert sich der Funktionswert. Das sieht man auch direkt hier an der Definition der Funktion. Bei dem zweiten Beispiel haben wir dieses Polynom, das Sie hier sehen. Hier ist einfach die Potenz 3 durch eine Potenz 4 ersetzt. Wir können wieder den Gradienten aufstellen. Und die Hesse-Matrix, auch dort ist es so, wenn wir im Punkt 0, 0 den Punkt 0, 0 ansehen, dort ist der Gradient 0, das heißt, das ist ein stationärer Punkt. Und die Hesse-Matrix in diesem Punkt ist identisch mit der Hesse-Matrix in diesem Punkt aus dem ersten Beispiel, nämlich das ist die Matrix mit Eintrag 2 und 0 auf der Diagonalen und 0 sonst. Das heißt, auch dort ist die Hesse-Matrix einfach nur positiv definiert, aber in diesem Beispiel ist eben der Ursprung ein lokales Minimum und sogar ein globales isoliertes Minimum. Ja, mit diesem Beispiel schließen wir auch dieses Kapitel zu den lokalen Extrema von Skalarfeldern ab. Das Lernvideo ist am Ende. Bis zum nächsten Mal.